Erstmal hallo, ich bin Alba. Ich bin Anni. Und ich bin Bernhard Mitte. Können Sie uns etwas über Ihre Familie oder auch über Ihre Familiengeschichte erzählen? Und über mich auch. Ja, okay. Also mein Name habe ich ja schon gesagt, Bernhard Nette, und ich war Lehrer an der Gesamtschule Bergedorf. Und ja, meine Familie, mein Vater kam ursprünglich aus Bremen, der hieß Günther, und meine Mutter kam aus Hamburg, Wiebke. Und der Vater meines Vaters, das ist mein eigener Großvater, war ein übler Nazi, was ich aber gar nicht wusste. Das Einzige, was ich wusste, war, dass meine Eltern, die eher sozialdemokratisch waren, dass die nicht Wert darauf legten, dass ich den überhaupt traf. Die wollten das nicht. Und zu diesem Großvater, der hieß, der wird hier auch dargestellt in dem Buch, ich habe darüber mein Buch geschrieben, Vergesst die Annette nicht. Das bin nicht ich dann, den man nicht vergessen soll, sondern diesen Bruno. Weil da steht ja auch drum, was er war. Er war Bremer Polizist und er war der sogenannte Judenreferent von Bremen. Das heißt, er war zuständig in Gestapo, sagen wir mal in der Gestapo-Hölle, für die Verfolgung aller jüdischen Menschen und aber auch anderer. Ja, soweit also, das ist sozusagen meine Familie väterlicherseits. Dazu gehörte natürlich eine Großmutter. Die kam aus einer kommunistisch-sozialdemokratischen Familie in Bremen. Alle ihre, das waren damit 9 oder 10 Geschwister waren das. Und die waren alle auf den Werften beschäftigt, wenn sie so, weil sie Männer waren und nicht im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das war also eine Arbeiterfamilie. Und die waren überhaupt nicht Nazis, ganz im Gegenteil. Sie waren auch während der Nazi-Zeit, da haben die Sklavenarbeiter, also so wie die Nazis sind das ja Fremdarbeiter, ne? Haben die unterstützt auf der Werft, haben sie sogar eingeladen zu sich und haben Essen gegeben und so etwas. Der Einzige, der sich tat, war mein Großvater. Das war dieser berühmte Bruno. Der passte auch gar nicht sozusagen in die Familie rein. Er war so ein Fremdkörper und so haben sie ihn auch behandelt. Und er stellt sich auch schnell heraus, dass er ein ziemlicher Wüterich war. Also erstmal privat. Er schlug seine Frau, er schlug seine Kinder. Und könnte man sagen, das war damals üblich, aber ganz üblich war es wiederum auch nicht. Er hat sich dann auch schnell von ihr getrennt, nachdem da 3 Kinder gekommen waren, und hat neu geheiratet, eine Frau, die nannten wir alle, und sie selber nannte sich auch so, mit einem merkwürdigen Katzennamen, nämlich Tante Mieze. Und mein Vater und meine Mutter aus Hamburg, die haben immer dafür gesorgt, dass ich weder Tante Mieze sah, noch mein Opa diesen Menschen namens Bruno. Einmal durfte ich doch hin, da war ich so 6 oder 5. Und da war er ganz nett zu mir, war so ein grauer Herr, so einen grauen Anzug. Dann später erfuhr ich, das war ein wertvoller Anzug gewesen, den hatten ihm jüdische Schneider schneidern müssen, bevor er sie dann ins KZ brachte. Und eines Tages sagte er zu mir, oder sagte Tante Mietze zu mir, ich sollte jetzt auf jeden Fall mal Milch holen. Und er war ein kleiner Bursche und ich kam gleich ran. Irgendwann kam ich dann doch dran. Da beugte sich die Milchfrau von oben so runter. Und sagte, Namito, was willst du denn? Ja, Milch. Erstmal sagte sie dann, ja, wie heißt du denn überhaupt? Bernhard. Ja, da hat wie ein kleiner Schieder auch einen Nachnamen. Ja, Nette. Bernhard Nette heiße ich. In dem Moment, wo ich diesen Namen nannte, war es mucksmäuschenstill. Im ganzen Land eben noch schwatzte er, keiner sagte mir ein Ton. Schließlich knallte die Milchfrau um meine Kanne, die noch leer war, wieder aus dem Tresen, sagte, Nettes kriegen ja keine Milch. Raus. Ich wusste einfach so, das war mir nicht ganz klar. Ne? Als ich wieder in Hamburg war, habe ich gesagt zu meiner Mutter, pass mal auf, das ist was Komisches passiert, ich habe keine Milch gekriegt. Ach ja, sagte sie, dein Opa, der ist nicht so richtig angesehen in Bremen. Die mögen ihn nicht, dein Opa. Ich denke, ja, warum denn? Ja, es gab aber einen Prozess. Da ist er auch verurteilt worden und deswegen mögen die ihn nicht. Das war das Einzige, was ich jemals über diesen Opa erfahren habe, als Kind. Um einfach mal so einen Blick zu haben, auf wie das für mich als Kind sich darstellte, diese Familie. Ja.
Und als ich war ja Lehrer, ungefähr 47 Jahre, da bin ich mit Schülern mal in eurem Alter nach Bremen gefahren. Ja, da haben wir ein Projekt gemacht und dann gab es dann wieder frei. Und dann bin ich da also in Bremen gewandert, die durften auch, haben alle frei, ne? Und ich auch natürlich damit und wanderte in die nächste Buchhandlung und sah plötzlich ein riesig dickes Buch. Rot, riesen Hakenkreuz drauf, Bremen im Dritten Reich. Ein Geschichtsbuch. Ich dachte, oh, das ist spannend, schlag das auf, finde meinen Namen, Nette. Ich schlag mich so weiter, schon wieder. Schlag nochmal weiter, nix da schon, wieder. Kann ich nicht angehen. Ich gucke hinten rein, hinten sind die aber die Namen so aufgezählt, auf welchen Seiten das immer steht, ne? Ständig und auch dieses Punkt, der FF-Punkt, das heißt auf vielen, vielen Seiten, ne, war der dargestellt worden. Mein, und ich stelle so nett, sehr schnell, natürlich nicht mein Vater, sondern mein Großvater, Bruno Nette. Ja, er spielte offensichtlich, das ist da richtig raus, eine gewaltig schlimme Rolle in Bremen. Und wie ich dann später herausstellte, war er der sogenannte Gewaltige von Bremen. Er war in der Nazi-Hierarchie gar nicht ganz oben, aber er war in der Mitte. Aber er war zuständig für die Verfolgung der Juden in Bremen und den Abtransport in den Tod. Er war übrigens zuständig für ungefähr an die 1000 Morde. Nicht selber gemordet, aber Schreibtischtäter. Er hat viel dafür getan, den Menschen das Leben zur Hölle zu machen oder sie sogar zu ermorden. Und ich wusste bis zu meinem 46, 47 Lebensjahr nichts davon, außer dass es mal einen Prozess gab und sich seitdem keine Milch kriegte. Was ich mir nicht hatte erklärt. Hinterher konnte ich mir das natürlich erklären. Gab es auch noch mehr Punkte, wo Sie jetzt sagen würden, dass Sie es daran vielleicht erkennen hätten können? Meine Eltern haben mir nichts erzählt. Okay. Übrigens, das haben Eltern in den 50er, 60er Jahren sowieso nie gemacht. Die haben nie über die Nazi-Zeit geredet. Gar nichts. Ist auch keiner Nazi. Niemand. Auch mein Großvater fragt mal, Nazi, nö. Also nichts Schlimmes getan. Es gab ja diesen Prozess. Und in diesem Prozess hat er auch gesagt, ich wusste nichts. Gar nichts. Ich wusste nicht, ich dachte, die kommen da irgendwo in Russland zu einer netten Gegend und da bauen sie ein bisschen Straßen und da bauen sie ein bisschen Häuser auf. Das ging aber natürlich der Fall, das wusste er auch ganz genau. Die wussten das. Aber hinterher haben sie einem so getan, als ob sie nicht das Geringste gewusst hätten. Nicht das Geringste. Und von den Juden, was ja sozusagen im Kern das Verbrechen war, davon, das haben sie verdrängt. Sie wussten das sehr genau. Sie haben gesagt, wussten. Oder ich nicht. Irgendwer hat die alle umgebracht. Aber jeden Einzelnen, den wir gefragt haben, ich nicht. Selbst der sie verfolgt hat, also mein eigener Großvater, hat in dem Prozess gesagt, ich nicht. Ich doch nicht. Er war nicht ganz doof. So ungefähr Mitte 44 war allen klar, der Krieg geht verloren. Und daraufhin hat er sich gesagt, ein paar brauche ich nicht für mich aussagen. Und die 800, die schneiden tot sind, die kriegen. Die werden dann wieder zurückholen. Die werden bestimmt vergessen. Aber die paar, die sogenannten Halbjuden, die einen arischen Elternteil hatten und einen nicht-arischen, also jüdischen anderen Elternteil, das sind immer Nazi-Begriffe, arische, diese Begriffe, das ist ja nicht jüdisch, das ist natürlich alles Blödsinn. Und mein Großvater, dieser Bruno, setzte sein großes Interesse darin, zu sagen, du bist zwar Halbjüdin, aber ich hole mir deine Tante, die ist schon 70 und die setze ich unter Druck und die wird mir schon sagen, dass du mal in der Synagoge warst. Nur ein einziges Mal und du bist dran und du bist tot. Das muss ich mir vorstellen. Und das war sein Sport. Es war sein Sport, Halbjuden nachzuweisen, dass sie in Wirklichkeit Geltungsjuden sind. Da kann man sehen, dass auch er hat immer gesagt, ich habe mich nach Gesetzen gerichtet und ich musste das alles machen. Nein, das musste er nicht. Das war nicht notwendig. Denn das macht er freiwillig. So energisch nachzuprüfen, wie man Geltungsjude ist.
Ja, das war so, der mein Großvater, wie gesagt, meine Eltern haben nichts erzählt, gar nichts. Sie haben erzählt, dass ihr Großvater sehr darauf besessen war, immer mehr Geltungs zu finden und sie sozusagen auszuschließen. Denken Sie, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass er von seinen Geschwistern oder sich vielleicht nicht wirklich dazugehörig gefühlt hat? Das ist eine gute Frage. Ja, schwierig. Also erstmal hat er, das hatte ich vorhin schon angefangen zu erzählen, 1944 Geltungsjuden nicht mehr verfolgt. Er hat sich ein paar ausgesucht, so Professoren, Ärzte, irgendwie so Akademiker. Und denen hat er geholfen. Ab 44, wohl auch nicht. Aber ab 44 schon. Hat sich sogar versteckt. Um hinterher zu erwarten, dass die für ihn aussagen. Und das war ganz netter Kerl. Der ist versteckt, der hat mir das Leben gegeben. Hat er auch. Aber 800 Leute waren schon tot. Und 10 hat er gerettet. Zum Schluss, um sich selbst zu retten. Er war nämlich der festen Überzeugung, wenn die Briten kommen, hängen sie mich, hat er mal gesagt, am nächsten Laternenmast auf. Taten die gar nicht. Jetzt Frage. Ob er sich das, ob er das machte wegen der Familie? Nee. Komischerweise hat er die sogar manchmal gewarnt. Die arbeiteten die alle auf den Werften. Mhm. Morgen bringt ihr eure blöden Flugblätter nicht mit. Wir wussten die Bescheid, morgen kommt eine Kontrolle. Also, es gab Familienbande und es gab politische Auseinandersetzungen. Das überschnitzt sich manchmal heftigst. Und nur bei einem, da waren sie auch nicht richtig sauer, weil er seine eigene Frau, also seine, von der er nun geschieden war, meine Großmutter, in den Tod getrieben hat, ihren Selbstmord gemacht. Also dieses merkwürdige, meine Familie ist mir heilig, und die schütze ich. Und die kleinen Würmer da, ein 6-Jähriger dabei, und das ist umkommen. Ja, das war mein einer Großvater und er war ein wirklich schlimmer Kerl. Warum hast du denn diese ganzen Gesetze befolgt? Wieso? Das waren Gesetze. War es an mir, die in Frage zu stellen? Ich hätte jemand Lüsse ins Gesicht geschrieben, wenn ich tot gewesen. Ja, es war an dir. Ja, das ist eine merkwürdige Familienkonstellation und das ist eine Familie, das ist ein Erbe. Für mich selber, obwohl die 46 geboren und nichts damit zu tun hat. Es ist immer das ein Gefühl, dass eine Menschheitskatastrophe stattgefunden hat und dass meine Vorfahren an der Bildung beteiligt haben, viele von ihnen. Und das Schlimmste ist, was ich mir denke, es kann nie passieren. Das ist tatsächlich auch eine Frage, ob Sie sich das vorstellen können, dass jetzt sich so eine Zeit nochmal wiederholen könnte oder was Sie auch glauben, was man dagegen tun kann, dass solche, also jetzt nicht die 1:1 in die NS-Zeit sind, aber dass sowas sich wiederholen kann, was glauben Sie, kann man dagegen tun? Was ihr meint hier? Also Gedenken. Gedenken. Genau. Ne? Ja. Es kommt nicht wieder den Nazis, nein. Obwohl sich da ja viele so maskieren wie Nazis. Aber diese Brutalität, diese Ausländerfeindlichkeit, diese Fremdenfeindlichkeit, diese, ja, diese Überlagen, dieser Nationalismus, dieser übersteigerte, das ist immer noch drin. Und der kann kommen. Ich glaube an sich, dass Deutschland da ganz gut aufgestellt ist. Ich glaube nicht, dass die Gefahr riesengroß ist. Das glaube ich uns nicht. Jetzt habe ich euch ganz viele Fragen. Nein, hast du noch Fragen? Nein, wir haben keine Fragen mehr. Also. Noch einmal, ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, und wir bedanken uns auch ganz herzlich. Ich finde, das ist ganz toll, dass ihr das macht.